Produkt, Verpackung und Werbemittel sind Zeichen. Das ist eines der Hauptargumente, warum wir sagen können, dass Semiotik für Marktforscher interessant ist. Wenn wir uns über die Effekte von Zeichen unterhalten und Verkaufsverpackung und Werbemittelzeichen sind, ist es selbstverständlich, dass diese Wissenschaft für Marktforscher interessant sein kann. Ich habe das übrigens bis vor einiger Zeit auch nur theoretisch so angenommen, bis ich selber durch eine Marktforschungsagentur kontaktiert wurde und man mich um semiotische Expertise gebeten hat, was mich sehr gefreut hat und was vielleicht auch noch zu unserer Podiumsdiskussion heute Mittag etwas illustriert. Es ist also auch tatsächlich doch bei den Agenturen ein gewisses Interesse gibt an wissenschaftlicher Unterstützung, nur bitte nicht im Durchtransport der Datenstellung bis zum Endpunkt. Also derjenige, der eine Analyse im Auftrag gibt, der will nichts wissen von Zeichentheorie oder das Modell, was Sie hier gleich sehen werden. Das wollen die alles nicht, das wollen die alles nicht haben. Ich glaube, ich habe hier irgendwie um die 10 Charts gleich und wenn man eine semiotische Analyse einer Produktverpackung vornimmt, dann kondensiert man das in einer, bestenfalls zwei Charts und das fließt dann ein in die Präsentation des Marktforschungsinstitutes, wenn die ihre Endkunden informieren über ihre eigene Produktanalyse. Also das ist die Transformation, die man im Prinzip dann auch bringen muss. Man kann selbst in seiner Kompetenz, das hatte ich heute Mittag auch gesagt, hochtheoretisch aufgeladen sein. Man muss aus der Kompetenz heraus auch eine kritische Perspektive haben können, auch kritisch analysieren können, aber diese große theoretische Kompetenz wird niemals durchschlagen und beim Endkunden des Institutes ankommen, weil das überfordert die und das wollen die auch gar nicht hören. Die wollen ja im Grunde nur wissen, verkauft das oder verkauft das nicht, sag mir das und gib mir ein Argument, warum das so sein soll. So, aber was sind Zeichen? Ich habe eben schon versucht, da ein bisschen drauf einzugehen. Ich habe schon gesagt, das Zeichen ist mental. Und noch wichtiger eigentlich ist, dass ein Zeichen eine Relation darstellt. Das ist der erste Punkt, wo wir an die Stelle kommen, wo ich erzählen muss, worum es geht, wenn ich von Semiotik spreche. Ich weiß nicht, ob Sie eine Einführung in die Semiotik mitgemacht haben im Verlauf Ihres Studiums. Wenn ja, und Sie haben Namen gehört wie Ferdinand de Saussure, Roland Barthes und Umberto Eco, Schnitt, vergessen wir hier, das ist strukturalistische Semiologie, das ist nicht, wovon ich spreche, wenn ich von Semiotik spreche. Terminologisch korrekt spricht man von Semiotik nur, wenn es um die amerikanische Tradition der pragmatistischen Semiotik geht und nicht über die europäische Tradition der Semiologie. Die amerikanische pragmatistische Tradition, auf die ich länger als hier in den Modellen begriffen leider nicht eingehen kann heute, hat übrigens viele auch interessante Effekte gehabt in der Wissenschaftsgeschichte. Wir hatten heute hier einen Vortrag aus der Psychologie. William James ist einer der berühmten Begründer der modernen Psychologie in den USA, war Semiotiker, Charles Morris, der Begründer des Behaviorismus und somit ein Vorvater des Konstruktivismus, war Semiotiker, George Herbert Mead war Semiotiker oder auch John Dewey, der viel über Pädagogik und Demokratie ein Semiotiker. Alles geht zurück auf die semiotische Schule von Charles Sanders Peirce und sein relationales Modell des Zeichens. Also nicht statisch strukturalistisches, sondern nur prozesshaft dynamisches wird hier von mir besprochen. Das Zeichen ist eine Relation, welche werde ich gleich noch ausführen, und das Zeichen ist eine mentale Instanz. Wenn wir den Begriff Zeichen insofern definieren sollen, dann, wenn ich folge hier frei John Dealey, einem der bekanntesten Semiotiker zur Zeit,
dann sagen wir, ein Zeichen steht für etwas, das es selber nicht ist, für jemanden in einer bestimmten Art und Weise und in einem bestimmten Kontext. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet nichts anderes, dass ein Zeichen das Ergebnis einer Wahrnehmung ist. Diese Wahrnehmung steht für denjenigen, der wahrnimmt, für eine bestimmte Bedeutung. Das heißt, wenn ich diese Cola-Flasche hier wahrnehme, dann ist nicht die Cola-Flasche selber das Zeichen, sondern das Zeichen ist das Resultat der Wahrnehmung in meinem Bewusstsein. Und in meinem Bewusstsein wird diese Wahrnehmung dann korreliert mit einer bestimmten Bedeutung, die ich hier mit dieser Cola-Flasche in Bezug setzen kann. Für jemanden in einer bestimmten Art und Weise bedeutet, und daran sieht man, dass diese Flasche selber nicht das Zeichen ist, bedeutet das, wenn ich noch niemals eine Cola-Flasche gesehen habe, dann kann ich das Zeichen auch gar nicht dekodieren oder korrekt interpretieren. Es ist unmöglich, ich werde es vielleicht noch als Flasche identifizieren, wenn ich vorher schon mal eine Flasche gesehen habe, wenn ich aber einem Naturvolk angehöre, was diese Instanzen gar nicht kennt, dann werde ich mit den Schultern zucken und mich fragen, was das wohl ist. Das heißt, dass ich für jemanden in einer bestimmten Art und Weise, in einem bestimmten Kontext, kulturelle Umgebung, eigene Erfahrungswerte und so weiter, sind unermesslich dafür, Zeichen zu interpretieren. Das führt dazu, dass es unterschiedliche Zeichenrepertoires gibt. Es gibt Zeichen individueller Erfahrung, das heißt, es gibt Zeichen, die jeder von uns für sich erfahren hat, die aber niemand anders erfahren hat. Die existieren nur in individuellen Bewusstseinen. Es gibt Zeichen kollektiver Erfahrung. Wir haben zum Beispiel gerade eine kollektive Erfahrung des Zeichens Guido Hipsen. Es ist nicht gesagt, dass wir auch einen gleichsam kollektiven Effekt dabei haben, aber immerhin haben Sie jetzt erstmal eine kollektive Erfahrung. Und es gibt kulturell belegte Zeichen, die über tatsächlich real existierende einzelne kleine Kollektive von Zeichenverträgen hinaus kulturell mit Bedeutung belegt. Das werde ich jetzt versuchen, einigermaßen verständlich und in einem vernünftigen Zeitrahmen am Modell von Charles Sanders Peirce zu zeigen. Ich werde sehr ins Detail gehen, was das Modell angeht, werde aber bei jedem Detail versuchen, eine Parallele zu ziehen zur Marktforschung, zum Beispiel zu unseren drei Produktverpackungen hier, um Ihnen zu ermöglichen, zu zeigen, warum es so wichtig ist, diese theoretisch hoch aufgeladene Methode in der Marktforschung so zu realisieren. Wie gesagt, es ist nicht notwendig, diese Theorie tatsächlich zu kommunizieren, aber Ihre Ergebnisse sollten hoch detailliert nach der Theorie erfolgen, weil man sonst semiotisch valide Aussagen nicht treffen kann. Zunächst einmal, warum sollte man überhaupt so ein Zeichenmodell verwenden? Max Mentor ja auch journalistisch vorgelegt, Alfred Eco hat in den 60er Jahren da hervorragendes geleistet über Werbung. Er hat den Leuten erzählt, was ein roter Rahmen bedeutet, wenn der in einer Werbeanzeige auftaucht, was ein grüner Punkt bedeutet, warum Linien von links unten nach rechts oben verlaufen und so weiter und so fort. Alles sehr interessant. Nun, woran